Mein Name ist Matthias König. Ich bin inzwischen seit 10 Jahren an der Domberhütte in Bamberg beschäftigt. Mein beruflicher Werdegang ist etwas komplizierter. Ich habe zunächst eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich gemacht, habe dann später sowohl im Handwerk gearbeitet als auch im Maschinenbaubereich, später dann durch ein Studium der Kunstgeschichte und Denkmalpflege erweitert und habe dann noch eine zusätzliche Ausbildung zum Restaurator und im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk abgeschlossen. Die Dombauhütten haben eine sehr lange, auch mittelalterliche Tradition. Zunächst waren sie dafür zuständig, die Dome und Kathedralen zu errichten. Nachdem die Gebäude heute schon stehen, ist unsere Hauptaufgabe heute eine andere. Wir sind in erster Linie dafür zuständig, die Gebäude betriebsfähig zu halten. Hier in Bamberg haben wir 15 Beschäftigte. Vorteil der Bauhütten ist, dass verschiedene Handwerksbereiche unter einem Dach vereint sind und somit auch die verschiedenen Anforderungen und Probleme am Gebäude bearbeitet werden können. Egal, ob das jetzt Steinmetzarbeiten sind, ob das Zimmererarbeiten sind oder auch Dachdeckerarbeiten. Inzwischen wurde das Bauhüttenwesen auch auf die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wichtiges Argument stellt die Vermittlung des handwerklichen Wissens dar und weiterhin auch das gesamte Wissen, das innerhalb der Bauhütten um den Bau und den Erhalt der Dome gepflegt und weiter tradiert wird. Der Arbeitsalltag beginnt bei uns üblicherweise morgens um 7 und besteht aus unterschiedlichen Aufgaben. Das ist zum einen natürlich der zentrale Bereich der Steinbearbeitung, der in der Werkstatt hier stattfindet. Das ist zum anderen natürlich der Bereich der Baustelle selbst, wo die Restaurierungsarbeiten stattfinden. Und das ist zu einem sehr großen Teil inzwischen, wie überall anders auch, ein sehr großer Bereich der Verwaltung, der natürlich auch bewältigt werden muss. Teamarbeit spielt bei uns eine ganz wichtige Rolle, da die Baustellen auch unterschiedliche Anforderungen stellen. Und deswegen ist es für uns besonders wichtig, dass sich die Mitarbeiter auch untereinander austauschen, um diesen Arbeitsaufwand auch bewältigen zu können. Der Dom ist eine Dauerbaustelle. Inzwischen haben wir festgestellt, dass ein Zyklus, um den Dom einmal herumzukommen, ca. 40 bis 50 Jahre dauert. Die Türme stellen dabei natürlich die größte Herausforderung dar, nicht zuletzt natürlich aufgrund ihrer Größe und nachdem sie durch ihre exponierte Lage natürlich auch am stärksten der Verwitterung und Bewitterung durch Wind und Wetter ausgesetzt sind. Wichtiger Aspekt bei den Restaurierungsmaßnahmen ist das verwendete Steinmaterial. Am Bamberger Dom sind ca. 10 unterschiedliche Sandsteinvarietäten verbaut, die alle sehr unterschiedliche technische und chemische Eigenschaften haben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man beim Steinersatz das entsprechende passende Material findet und verwendet, das sich ähnlich verhält wie das bereits verbaute. Die meisten der verwendeten Werkzeuge von den Steinmetzen existieren bereits seit dem Mittelalter. In späteren Jahrhunderten sind dann noch einzelne Werkzeuge dazugekommen, wie das Scharniereisen im 15. Jahrhundert und später noch in der Barockzeit der Krönel. Ein Werkzeug, das durch seine zahlreichen Spitzen einen breiten Eingriff ermöglicht am Stein. Das heißt, es ist einer der späteren Bearbeitungsschritte, wo man mit diesem Werkzeug die Fläche glättet und weiter einebnet.